Guten Morgen! Heute möchte ich Euch einmal in aller Ausführlichkeit roh vegane Alternativen zu veganen oder auch nicht veganer Kochkost aufzeigen. Das bedeutet, wenn Euer Gehirn Lust auf einen Kaffee, Fleisch oder Brot hat, was man da in der gesunden Rohkostküche an Alternativen hat, die einfach auch dieselben Geschmäcker bedienen. Natürlich wird es nicht immer exakt der gleiche sein, aber von den Inhaltsstoffen ausgehend betrachtet definitiv gesünder, nährstoffreicher und wenigstens ähnlich. Und auch an dieser Stelle noch einmal mein Hinweis: Es ist vollkommen in Ordnung, die Rohkost langsam in sein Leben einzubauen und auch nicht das Ziel zu haben, unbedingt irgendwann 100% roh vegan zu leben. Jeder muss persönlich für sich sein Optimum an Verzicht und Perfektion, also individuelle Perfektion in der Gesundheit finden. Wie er sich wohlfühlt, weil Ernährung ist auch nicht alles, was eine optimale Gesundheit angeht. Das Video dazu findet ihr auch hier oben in den Infokarten. Es werden auch ein paar Dinge dabei sein, die an sich vielleicht sogar roh sind, aber eben nicht gesund und die ich daher substituiere. Und genau wie vegan sein nicht per se gesund ist, ist es die Rohkost auch nicht. Ich werde Euch nicht die Rezepte zu jeder Alternative verlinken oder sagen, wie das gemacht wird, weil das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Hier geht es wirklich einfach mal darum, ein Gefühl zu entwickeln, wie vielseitig die Rohkost eigentlich ist und dass es zwar schon durchaus Verzicht bedeutet und auch etwas Kreativität bedarf, aber mit Sicherheit bei weitem nicht so krass, wie man denkt. Also fangen wir ganz simpel an. Wie kann man den normalen Haushaltszucker gesund roh vegan ersetzen? Durch Stevia, das mache ich, durch Xylitol, durch Kokosblütenzucker, Zimt, Lukuma, Jakondiksaft, je nachdem wenn man auch ein bisschen Geschmäcker reinbringen will. Salz würde ich durch Ursalze, Meersalze, Algen, Miso oder Tamari ersetzen. Käse und Joghurt können durch Joghurt aus Kokosnuss und Cashews zum Beispiel ersetzt werden. Cashews sind ebenso wie Macadamianüsse auch eine Möglichkeit, Frischkäse-Variationen herzustellen. Kartoffelchips werden ganz einfach durch gedörrte Gemüsechips ersetzt. Da muss ich Euch tatsächlich aber trotzdem mal auf ein Rezept hinweisen, beziehungsweise oben in den Infokarten, wo meine Grünkohlchips sind, das verlinken, weil die sind wirklich absolut richtig Bombe. Fette, also vor allem tierischer Natur, sollten durch Hanfsamen und Leinsamen, zur Not auch mit dem entsprechenden Öl, dann aber in nicht allzu großen Mengen ersetzt werden. Die süßen Snacks, die man so kennt, die werden in der Rohkost vor allem mit Energiekugeln, natürlich frischem Obst und auch roh veganen Müsliriegeln ersetzt. Wenn man so das klassische süße Frühstück im Kopf hat und dieses ersetzen möchte, dann hat man da auch in der Rohkost eine große Bandbreite an Alternativen. Ich frühstücke meist einfach einen grünen Smoothie, wo ich auch darauf achte, dass ich den ordentlich einspeichle. Aber auch Rohkost-Knuspermüsli mit roh veganer Hanfmilch oder Chia-Pudding, Pancakes oder Rohkostbrot sind absolut tolle Alternativen in der Rohkostküche. Statt dem morgendlichen Kaffee, der ja nach aktuellem Stand der Wissenschaft sogar gesund, wenngleich auch suchtauslösende Tendenzen hat, den kann man, das Video oben in den Infokarten, das kann man auch bei einer, wenn man eine 100% Rohkost anstrebt, durch Nussmilchgetränke mit Rohkakao oder Maca substituieren. Hier ist allerdings wirklich Maca gemeint, kein Matcha, würde ich nur dazu sagen. Es gibt auch medizinische Pilzgetränke wie Reishi oder Chaga. Softgetränke in der Rohkostküche werden offensichtlich durch Säfte, durch Zitronenwasser oder generell aromatisiertes Wasser mit Stevia dann zum Beispiel ersetzt. Videos dazu wisst ihr ja, habe ich schon öfters mal gebracht. Milch und Sahne wird aus Nüssen und Samen meist selber einfach im Mixer hergestellt. Der dabei anfallende Nusstrester, den kann man auch direkt weiter zu Nussmehl im Dörrer weiterverarbeiten, sodass man mit diesen wiederum auch diese herkömmlichen Mehle ersetzen kann und dann auch Rohkostbrot, was seinerseits wieder ein normales Brot substituiert. Ihr seht, das eine bedingt auch das andere. Und
eine populäre und ja, allen bekannte Möglichkeit, die herkömmlichen Nudeln zu ersetzen. Das sind diese Zucchini oder diese Gurkennudeln, die man einfach mit dem Spiralschneider zubereitet. Fleisch, das große Geschmackswunder, ist ungewürzt und roh eben gar nicht so lecker und entsprechend, weil an der rohen Qualität erkennt man den wahrhaften Nährwert einer Nahrung, ist die Wertigkeit aufgrund der vielen negativen Effekte, die Fleisch auf unseren Körper hat, auch eben nicht so hoch und muss eigentlich gar nicht ersetzt werden. Aber unsere Hirne haben halt nicht Fleisch als rohes Stück abgespeichert, sondern sondern das, was meist komplett durch Braten zerstört und mit vielen Gewürzen versehen ist, dieses Nahrungsmittel, und ich sage da auch bestimmt bewusst nicht Lebensmittel, sondern Nahrungsmittel, was bei uns eigentlich früher alle also Sonntag auf dem Teller lag, das verbinden wir damit. Aber in der rohveganen Küche kann man diese nostalgischen Erinnerungen durch alle möglichen Burger-Varianten aus Nüssen und Pilzen auch wieder aufleben lassen, wenn man das möchte. Dazu gibt es auch wunderbare Gemüsenusspasten und Aufstriche, die genauso wie gehacktes aus Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen an diese gute alte Zeit erinnern. Also auch da hat man wirklich Alternativen. Als Bindemittel, wo man früher Ei benutzt hat, nutzt man in der rohveganen Küche Leinsamen, Flohsamenschalen oder Datteln, je nachdem ob es ein herzhaftes oder ein süßes Gericht ist. Ich hoffe, ich konnte euch etwas aufzeigen, dass rohvegan sicher eine Umstellung ist, zweifelsohne. Aber da die rohe, unverarbeitete und voller Nährstoffe ausgestattete Nahrung immer intuitiv einen Reiz auf jeden von uns ausübt, eben man dieser natürlichen Zuneigung auch gerne mal öfter nachgehen sollte und diese eben dann auch mit gewohnten Geschmäckern bedienen möchte. Unser Körper weiß genau, was ihm gut tut. Unser Gehirn tut sich nur oft sehr schwer, den Körper zu verstehen und dessen Signale. Unser Gehirn wird ja oft gar nicht mehr dazu animiert, den Körper zu verstehen. In der Erziehung, in unserem System. Unser Gehirn soll doch am liebsten gesellschaftskonform, möglichst unkompliziert und in wirtschaftlich wie politischer Ausrichtung ungefährlicherweise agieren. Das mag von einem gesamtregulatorischen Standpunkt aus betrachtet ohne Zweifel mit Sicherheit wünschenswert sein. Aber ich bin und werde immer ein Anhänger des Individualismus sein, nicht des Egoismus, wohlgemerkt. Aber dass jeder seine Erkenntnisse und seine Stärken bestmöglichst für alle anderen Lebewesen, mit denen wir gemeinsam auf dieser Erde wohnen, einsetzen kann. Ein letztes Wort noch zur gesunden Rohkost. Achtet bitte darauf, nicht zu viel und vor allem gesundes Fett zu euch zu nehmen und auch ausreichend Proteine. Aber Kohlenhydrate müssen in der Ernährung, egal welche Ernährungsform ihr wählt, immer ganz weit oben stehen. Dazu auch der Hinweis auf mein Video zur High Carb Rohkost. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude und auch den Mut, mal Gerichte einfach rohköstlich zuzubereiten. Und der Hinweis darauf, auch dabei zu achten, wie sich das Essen anfühlt, wenn man das isst. Nicht nur wie es schmeckt. Oh ja, es schmeckt ganz gut wie meine Kochkost, sondern auch mal anzufühlen, wie sich das im Körper anfühlt, wenn man das gegessen hat. Denn genau deshalb habe ich auch die Umstellung auf die Rohkost initiiert und werde sie auch mindestens 2 Monate durchziehen. Ich wünsche euch nur das Beste und einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt Gefallen an dem Video gefunden. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.